Es gibt Träume im Leben, die lassen sich nur realisieren, wenn der Mensch über sich hinauswächst. Und davon handelt diese Geschichte. Vom Traum von Piloten und Rettern in der Welt der 8000er des Himalaya, eine Rettungsstation aufzubauen. Dafür fliegen sie in die Todeszone, bis auf 7000 Meter. Ja, es wird nicht einfach, mein lieber Freund. Es wird nicht einfach. Sie trainieren und testen in eisiger Höhe auf über 6000 Meter in dünner Luft. Ja, geht schon. Man muss einfach langsam schaffen. Sie retten Leben. Späti dran. Manchmal kommt jede Hilfe zu spät. Und alles droht zu scheitern, als zwei Bergretter bei einem Einsatz eine Eiswand touchieren und Tausende von Metern in den Tod stürzen. Trotzdem halten sie an ihrem Traum fest. Das ist ihre Geschichte. Als der Zermatter-Pilot Gerold Biener und der Rettungsspezialist Bruno Jelk in Kathmandu landen, ist ihnen nicht bewusst, dass dieses Abenteuer ihr Leben verändern wird. Am Flughafen von Kathmandu treffen die Zermatter auf ihre nepalesischen Partner von Fishtail Air. Namaste. Namaste. Kehale. Tick-tack. Die Rettungsspezialisten aus der Schweiz sind eines von mehreren Teams, welche die Piloten von Fishtail Air zu Bergrettern ausbilden wollen. Diese flogen bis anhin nur leichte Rettungen oder Touristenflüge. Das ist ein neuer Heli. Das sieht man. 2009. Er hat natürlich schon ein bisschen gelitten. Wir haben überall natürlich noch so ein bisschen mehr verstärkt. Aber das ist tipptopp. Hast du jetzt Vertrauen zu diesen Leuten? Absolut. Ich glaube, die haben ja auch meistens eine Familie und wollen sich nicht gerade um das Erste selber umbringen. Also. Wiedersehen mit dem Piloten, auf den sie ihre Hoffnung setzen. So, how are you? How is your family? Sabin Basniat, 32 Jahre, Familienvater. Oh, that's perfect. Mit ihm flogen die Retter der Air Zermatt vor einem halben Jahr eine Rettungsaktion im Himalaya auf 6400 Meter. Er ist einer der erfahrensten Piloten Nepals mit über 6000 Flugstunden. Gemeinsam setzen sie ihren Weg fort nach Lukla, dem Tor zum Everest-Gebiet. Es liegt auf 2860 Meter. Hier soll die Basis der Rettungsstation entstehen. Lukla ist ein kleines Dorf im Distrikt Solokumbu, vorwiegend bewohnt von Sherpas, einem Volksstamm, der aus Tibet nach Nepal eingewandert ist. Die Bevölkerung lebt vom Tourismus, sind Händler oder Lastenträger, die Westler auf die 8000er bringen. Der Flughafen gilt mit seiner geneigten Start- und Landebahn als einer der gefährlichsten der Welt. Aber hier muss jeder durch, der einen 8000er besteigen oder ein Tracking machen will. Auch Bruno war schon mehrmals hier und doch ist dieses Mal alles etwas anders. Mich persönlich, langsam am Ende von meiner Rettungskarriere, war das noch so gerade eine Herausforderung, als Punkt für mich, da in dem Nepal, in diesen hohen Bergen, auch noch etwas aufzuziehen und zu helfen. Das war so meine Herausforderung, persönlich. Und eben auch Leute zu retten, nicht nur Leichen zu bergen. Der Reiz an der Sache war, dass es das bis dahin noch nicht gegeben hat, dass das Ganze etwas Neues ist und für ihn schon eine wahnsinnige Herausforderung war. Bevor es losgeht, will der Nepali-Pilot Sabin seinem Zermatter-Kollegen Gerold die Schönheiten des Everest-Gebietes zeigen. Während der Saison im Frühling ist er hier täglich mit Touristen unterwegs.
Zudem erinnert ihn die Landschaft an ein Kindheitserlebnis mit seinem Vater, der Helikoptermechaniker war. Ich war als kleiner Junge einmal hier oben, mit meinem Vater, in einem Helikopter. Von der Armee? Ja, einem Armeehelikopter. Wir waren in Lukla gestartet und als wir durch dieses Tal flogen, ich war zuvor noch nie in den Bergen gewesen, da hatte ich so richtig Angst. Ich saß direkt neben meinem Vater und klammerte mich an ihn. Du warst sehr beeindruckt. Das ist fantastisch. Die Sonne kommt hervor, all diese Gipfel. Ein Traum für einen Helikopterpiloten. Auf einer Flughöhe von knapp 6000 Metern erheben sich vor ihnen die schroffen Gipfel des Sagarmatha-Nationalparks, die 8000er Everest und Lhotse, neben sich Bergsteiger auf dem Weg zum Gipfel des Lobuche. Da kommt ein Ischiberg vor wie eine Swiss Miniatur. Das ist so gewaltig, so beeindruckend, die Größe von diesen Bergen und von diesen Gletschern. Das ist also etwas, was ich nie mehr werde vergessen. Am nächsten Morgen wird es ernst. Was Piloten und Rettungsspezialisten heute vorhaben, ist ein Flug ans absolute Limit. Sie wollen auf 7000 Meter fliegen, die Maximalhöhe, für die der Helikopter zugelassen ist. Gerold ist angespannt. Ein kleiner Fehler könnte die Katastrophe bedeuten. Die Bergretter wollen herausfinden, ob Rettungen in dieser Höhe überhaupt möglich sind. Ja, ich spüre den Sauerstoff. Die Luft ist auf 7000 Meter so dünn, dass die Piloten ohne Sauerstoff ohnmächtig würden. Ein Absturz wäre die Folge. Der Test führt sie zum Mount Everest, dem höchsten Berg der Welt. Man muss sich bewusst sein, dass man an der Grenze, an der Limite des Power ist, von der Leistung. Sprich, das Triebwerk geht einfach nicht mehr Leistung ab. Der Helikopter steigt nicht mehr. Und wenn ich im Vorwärtsflug bin, brauche ich weniger Leistung, als wenn ich immer noch Schwebeflug bin. Und wenn der Helikopter nicht mehr hat, dann tut er langsam sinken. Also er geht nicht durch wie ein Stein. Er hat, aber er tut langsam sinken. Und das sind Sachen, wo man sich einfach bewusst sein muss, wo man sich genügend Platz lassen muss, wo man im Gegensatz zur Fliegerei hier einfach sich noch mehr Reserve einpacken muss. Schau dir das Licht an. Wow. Wir wiegen etwa 300 Kilo. Das ist okay. Weit unter ihnen liegt schon bald das Basislager des Everest auf 5340 Meter. Eine Zeltstadt mit Hunderten von Bergsteigern. Hier spürst du die Abwinde. Ein Schwebeflug wäre hier wohl kaum möglich. Wir sind etwa auf der Höhe von Camp 2, würde ich sagen. Nein, nein, wir sind viel höher. Wir sind auf 6400. Siehst du da? Der Everest. Das ist der Nordsattel. Vor ihnen liegt der Nordsattel des Everest auf über 7000 Meter. Sie haben ihre Grenze erreicht. Ja, wir sind viel höher als Camp 1 da unten. Wir sind jetzt sicher schon über 7000 Meter. Jetzt kann man es spüren. Mit einem kleinen Gerät am Finger, dem Oximeter, kontrollieren Sie den Sauerstoffgehalt im Blut. Körper wie auch Helikopter sind in der dünnen Luft am Limit. Die Turbine bringt nun nicht mehr genug Leistung, um zu schweben.
Darf ich für dich übernehmen? Ist das für dich in Ordnung? Ich würde gerade ausfliegen. Falls etwas geschehen sollte, wir weichen zur rechten Seite aus. Wir fliegen langsam. Das rechte Pedal reagiert noch ausreichend. Aber naja, ja, ich probiere jetzt hier auszuweichen. Langsam, kein Problem. Und jetzt ziehen wir weg. Ja, das ist nicht einfach, so hoch zu fliegen. Das wird nicht einfach, hier zu retten, mein lieber Freund. Für mich war die Erkenntnis, dass es möglich ist, Rettungen durchzuführen, bis an die Zertifikationsgrenze vom Helikopter, bis 7000 Meter. Aber dass man die Schicht da oben ganz, ganz stark an der Limit dort bewegen und dass es einfach absolut keinen Fehler verträgt. Und auch Sabine ist nach dem Flug zuversichtlich. Heute waren die Windverhältnisse etwas schwierig. Aber wenn das Wetter gut ist, ist eine Rettung möglich. Damit haben die Bergretter aus der Schweiz ein erstes Teilziel erreicht. Mit dem Testflug und den ersten Erfahrungen im Rücken kehren sie zurück in die Schweiz. Ein halbes Jahr später beginnt die zweite Phase, die Ausbildung des Teams aus Nepal in den 4000ern um Zermatt. Die beiden Piloten Sabin und Siddhartha sowie der Mechaniker Purna werden hier 3 Wochen lang intensiv geschult. Denn was ihnen fehlt, ist vor allem spezifisches Know-how und die Routine. Gerold bläut dem Team ein, dass es bei Rettungsaktionen lernen muss, zusammen zu kommunizieren, und warnt sie. Siddhartha und Sabin, die beiden Piloten, sowie Purna, den angehenden Bergretter. Zuerst müsst ihr sicheren Stand haben. Und als nächstes klingt ihr euch aus und sagt, Seil frei, wenn es frei ist. Es ist schön, macht Spaß, aber es ist tückisch. Ihr werdet hier ein Basiswissen erwerben, aber bringt euch bitte nicht in Gefahr. Es muss nur etwas falsch laufen und schon befindet ihr euch in einer sehr kritischen Situation. Die haben eine solide Grundbasis aus flugtechnischer Sicht. Was sie einfach noch nie gemacht haben oder wenig gemacht haben, das sind die Unterlastflüge, das sind die Rettungen mit dem Seil. Da haben sie praktisch null Erfahrung. Und im Gegensatz jetzt zur Schweiz, wo man das seit 40 Jahren praktiziert, hat man sich eine Haufen Erfahrungen ansammeln. Und das ist ja das, was wir wollen, dass wir das diesen Leuten mitgeben, die Erfahrung, nicht nur die positiven, sondern hauptsächlich eben, was kann passieren, wenn unter gewissen Umständen etwas schief geht. Und das ist das, was das Hauptziel ist von der Ausbildung. Nach mehrwöchigem Training am langen Seil, der sogenannten Longline, steht der erste Härtetest an. Die beiden Piloten aus Nepal, Sabin und Siddhartha, sollen heute Lawinenverbauungen montieren. Jetzt werden wir diesen Burschen mal richtig auf den Zahn fühlen. Also jetzt geht es zur Sache. Jetzt sind sie gefordert. Er glaube nicht, dass es klappe. Selbst für Schweizer Piloten sei dies eine der schwierigsten Arbeiten, meint Gerold. Es ist ein Job, bei dem es um Zentimeter geht. Bruno Jelk wartet mit Purna, dem angehenden Bergretter, am Landeplatz. Setzsystem. Purna soll lernen, wie der Bergretter am Boden mit dem Piloten per Funk kommuniziert. So, jetzt gehen wir direkt zu Jimmy. Purna beobachtet genau und hört mit, wie Pilot Sabin per Funk vom Boden aus eingewiesen wird. Okay, Sabin, kannst du mich sehen? Ich bin dein Referenzpunkt. Okay, ich sehe dich. 20 Zentimeter rauf.
Zentimetergenau muss Sabin die tonnenschwere Last am 30 Meter langen Seil absetzen. Okay. Jetzt kannst du runter. Langsam runter mit dem Element. Langsam. Etwas tiefer mit dem Helikopter. Elemente sind okay. Seil frei, du kannst gehen. Das war's. Eine leichte Sache. War sehr gut. Sitata und du, ihr wart ausgezeichnet. Und auch Purna bekommt viel Lob. Thank you very much. Yes. Welcome, sir. You are very all over. Vielen Dank. Das Training ist ausgezeichnet. Du machst das gut. Wirklich gute Arbeit. Vielen Dank. Good job, good man. Thank you. Thanks, you too. Um ehrlich zu sein, ich hätte nicht gedacht, dass es funktioniert. Verzeiht mir. Hey, das war super. No, you did a great job. We are now, you know, like communicating in centimeters. Wir kommunizieren jetzt in Zentimeter. Ja, das ist ein gutes Gefühl. Am nächsten Morgen ist Purna mit Bruno im Klettergarten unterwegs. Purna hat noch keine großen Klettererfahrungen und Bruno will ihn langsam an seine Aufgabe als Bergretter heranführen. Versuchen wir es mal. Es ist für mich das erste Mal. Ich versuche es jetzt. Bruno kommt auch mit. Es ist ein gutes Training. Try all this. It's probably as successful as me. Ready? Yes. Slowly? Yes. This side, Bruno. This side. Gut. Für Purna sind Training und Ausbildung eine große Chance. Dankbarkeit, Respekt und Bewunderung für Bruno vermischen sich bei ihm. Ja, und schon gut. All experience, das Gott. All diese Erfahrungen, die ich hier mache, sind ein Geschenk Gottes. Ich hätte mir das nie erträumt. Und Bruno. Er ist mein Lehrer. Er ist mein Gott. This my also God Almas Bruno. Der Burma hat das tiptop begriffen. Er hat sofort gewusst, was er kann, was er nicht kann, und hat auch ein riesiges Interesse gehabt. Er ist voll motiviert. Und das ist natürlich schön, so mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten. Gib Gas und ab geht's. Es handelt sich vielleicht um einen Schwerverletzten. Wenn es zu schwierig werden sollte, dann übernehme ich. Perfekt. Ersteinsatz für Sabin. Gemeinsam mit dem Piloten Robbie Antenmatten holen sie Bruno zu Hause ab. Okay, du kannst abheben. Ja, los, das ist also der Bieshorn. Auf 380 im Ostgrab. Drei Personen sind auf 3.800 Meter am Ostgrat des Bieshorns blockiert. Sieht gut aus, nicht? Wir gehen runter und befestigen das Seil. Die einzige Lösung ist eine Rettung mit dem langen Seil, der Longline. Okay, sie ist gelandet, der Kurtrappen. Ja, okay. Bist du bereit, Bruno? Ich bin bereit, ja. Coming on. 30 Meter unter dem Helikopter hat sich Bruno am Seil eingehängt und wird von Sabin zu den blockierten Bergsteigern geflogen. Es geht ihm gut, dem Bruno. Er sagt nicht höher. Du bist noch am Steigen. Zum ersten Mal rettet Sabin Menschen mit der Longline. Dank dieser Technik kann er über der Unfallstelle schweben, ohne dass die Rotoren zu nahe an die Bergflanke kommen und sie touchieren könnten. Bruno klingt sich aus, lässt das Seil los und frei. Bruno kümmert sich unten um die Verletzten und bereitet sie für den Abtransport am Seil vor. Sie hängen dran, wir können gehen. Perfekt. Du kannst so weiterfliegen.
Sabin muss seine Last wie geübt zentimetergenau absetzen, mit dem einzigen Unterschied, dass nun Menschen unten am Seil hängen und ein Fehler verheerende Folgen hätte. Er ist frei. Du kannst ziehen. Das war sehr gut. Du navigierst gut mit dem Spiegel, aber du traust dich nicht, hinunterzuschauen. Es macht mir Angst. Ach ja, du hast Angst? Möchtest du dich vielleicht auf diese Seite setzen, wo kein Fenster ist? Tipptopp. Ich gratuliere, Sabine. Dann fliegt Sabine auch Bruno zurück. Sabins erste Longline-Rettung ist geglückt. Wie war's für dich, Sabine? Die erste Longline-Rettung. Ja, es war eine schöne Erfahrung. Nice experience, ja. Was hat dich am meisten beeindruckt? Wir waren so nahe bei den Felsen. Doch es war gut. Obschon ich nicht hinunterschauen wollte. Also schaute ich in den Spiegel. Aber das kommt noch. Ich muss einfach noch viel üben. Als ich noch selber die Rettungen machen, hat man gemerkt, sie sind stolz. Und das ist natürlich für uns auch wahnsinnig befriedigend gewesen, wenn man jemandem mal etwas beibringen kann und die Dankbarkeit auch gespürt und die Hoffnung hat, dass man jetzt ein Level erreicht hat, das ihnen einfach halt Sicherheit gibt, dass sie nicht bei jedem Einsatz wirklich im roten Bereich laufen. Das Training in der Schweiz ist nach 3 Wochen abgeschlossen. Sabin und seine Kollegen kehren nach Nepal zurück, wo sie nun auf sich allein gestellt sind. Wie weit sind sie in ihrer Ausbildung? Ich glaube, wir sind auf Level 1. Close to Level 1. Und wie viele Stufen gibt es? Ich glaube, es geht bis zur Stufe 3. Wir sind noch am Anfang, also bei Stufe 1, würde ich sagen. In einem halben Jahr werden die Zermatter wieder nach Nepal fliegen, um die Longline-Ausbildung im Himalaya abzuschließen. Bis dahin sollen ihre nepalesischen Freunde Rettungen alleine fliegen, aber nichts riskieren. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben kritisch diskutiert, hier intern mit den Piloten, mit erfahrenen Leuten. Ist das jetzt der Moment? Dürfen wir sie vom Haken lassen? Dürfen wir noch nicht? Was können sie machen? Aber ich glaube, das sind Piloten, der Siddhartha und der Sabin, die genügend Erfahrung haben, für das sie abschätzen können, was geht und was nicht. Und wir haben sie wirklich gebeten, dass sie zurückhaltend sind. Und die MERS oder die Human Cargo Sling, einfach die Taubergung, noch nicht einsetzen, weil einfach die Kommunikationsmittel fehlen. Kathmandu, Nepal im November. Hier. Im obersten Stock dieses Hauses, das er sich gebaut hat, lebt der angehende Bergretter Purna mit seiner Familie, den Kindern Rikesh, Visav und seiner Frau Sabina. Es ist die Zeit der religiösen Festivals, eine Zeit, in der alle zusammensitzen und Purna nur für die Familie da ist. Am Anfang hielt meine Familie meinen Job für sehr riskant. Und hatte Angst. Sie wollte mich zum Aufhören bewegen. Aber dann gewöhnten sie sich daran. Und ich überzeugte sie ebenfalls. Heute sind sie stolz darauf, dass ich der erste ausgebildete Bergretter Nepals bin. Wenn etwas passieren sollte, kann es eh niemand ändern. Zuerst hatte ich Angst. Ich war besorgt, dass etwas passiert und ich nicht wüsste, wie ich dann die kleinen Kinder durchbringen würde.
Aber jetzt habe ich mich daran gewöhnt. Manchmal, wenn er in den Himalaya geht, kommt in mir noch Angst auf. Aber sie verschwindet, sobald er anruft. Stolz zeigt Purna seinen Söhnen die Bilder aus Zermatt. Der gelernte Handwerker kam vor 2 Jahren als Mechaniker zur Fishtailair. Vorher war er lange arbeitslos. Dank seiner Ausbildung scheint sich nun alles zum Guten zu wenden. Ich habe Glück, so einen Ehemann zu haben. Er hat den besten Job der Familie. Niemand in unserer Familie hat mit Fliegen zu tun. Als er arbeitslos war, kümmerte er sich niemand um ihn. Doch jetzt ist er angesehen und alle hören auf ihn. Doch das Glück lässt sich nicht festhalten. Und wie so oft trifft das Unglück die, die es am wenigsten verdient haben. Denn was zu diesem Zeitpunkt niemand weiß, es wird der letzte Abend sein, den er mit seiner Familie verbringen wird. Am nächsten Tag passiert das, was alle hofften, es würde nie geschehen. Hier an der Amadablam beginnt ein Drama, welches alles verändert. An diesem Berg versuchen die 2 erfahrenen Bergsteiger David Göttler und Kazuya Hiraide im November eine neue Route zu klettern. Nach tagelangem Schneefall bleiben sie auf 6.330 Metern stecken. Per Handy rufen sie ihre Agentur in Kathmandu an. Dort hat sich die Ausbildung der Bergretter von Fishtail Air mittlerweile herumgesprochen, sodass Sabin und Purna zur Rettung aufgeboten werden. Am Morgen des 7. November nähern sie sich den beiden Bergsteigern und wagen einen ersten Rettungsversuch. Ich weiß noch, wie der Helikopter kam. Purna, der Assistent, öffnete die Fronttüre und schob die Schiebetüre des Helikopters nach hinten. Ich sehe noch das Gesicht von Purna vor mir, als er mich zum ersten Mal sah. Er trug einen Sauerstoffschlauch in der Nase. Im Helikopter fühlte ich mich sicher. Er schwankte nicht. Dann drehte der Helikopter ab und flog runter nach Chukum. Ich stieg dort aus und er flog zurück, um meinen Partner Kazuya zu holen. David Göttler filmt den Berg aus sicherer Distanz, ohne zu wissen, welche Tragödie gleich passieren wird. Sabin und Purna nähern sich im Helikopter dem Kletterpartner Kazuya. Wie mit den Zermattern abgesprochen, machen sie keine Longline-Bergung, sondern fliegen an die Eiskante, um Kazuya schwebend einzuladen. Doch plötzlich Staubwolken. Der Helikopter touchiert einen Eisblock und stürzt mehrere tausend Meter in die Tiefe. Pilot Siddhartha, der auch in der Schweiz ausgebildet wurde, fliegt als erster zur Unfallstelle, ohne zu wissen, dass seine Freunde tödlich abgestürzt sind. Das weiß zu dem Zeitpunkt noch niemand. Wir brauchten eine halbe Stunde, um festzustellen, ob unsere Freunde lebendig oder tot waren. Beim Schweben sahen wir Purnas Körper zuerst. Es war offensichtlich, dass er tot war. Von Sabine keine Spur. Wir schickten Sherpas am Boden los und sie fanden ihn schließlich in einer Gletscherspalte ohne Lebenszeichen. Als nächstes ging es darum, die Leichen möglichst rasch nach Kathmandu zu bringen. Doch es war schon zu spät, um dies noch am gleichen Tag zu tun. Der Bergsteiger Kazuya Hiraide ist zu diesem Zeitpunkt immer noch gefangen auf dem Grat der Amadablam auf 6.330 Metern.
Erst am Abend erfuhren wir, dass bereits ein deutscher Bergsteiger nach Chukung in Sicherheit gebracht worden war. Der Unfall geschah erst beim zweiten Flug, als sie den japanischen Bergsteiger retten wollten. Nun wurden wir beauftragt, den Japaner zu retten. Ich hatte kein gutes Gefühl dabei. Ich wollte nicht hinfliegen, um dort das tragische Schicksal meiner Freunde sehen zu müssen. Ich empfand einen gewissen Ärger gegenüber dem Japaner, als sei es seine Schuld, dass sich der Unfall ereignete. Doch das war ein kindischer Gedanke. Nachdem er Kazuya geborgen hat, bringt Siddhartha mit dem Helikopter seine beiden toten Freunde von der Amadablam zurück. Als die Leichen in ein Zelt getragen werden, erfassen die Familien langsam die ganze Tragweite des Unfalls. Sabina, die vor 2 Tagen mit Purna noch gefeiert hatte. Und Poonam, die Frau des Piloten Sabin. Beide stehen plötzlich alleine mit ihren Kindern da. Für mich war absoluter Schock. Das ist genau das. Was wir alle wollten vermeiden und wo eigentlich die ganze Intention von dem Projekt hat darin bestanden, dass man genau die Situation vermeidet, dass man weniger Risiko eingeht, dass man ihnen eine gewisse Sicherheit gibt. Und tragischerweise ist danach der Unfall passiert und das ist etwas, was wir nicht steuern können und was wir haben akzeptieren müssen, aber was für uns unheimlich schwer war. In Kathmandu sollen noch am selben Abend die Körper von Sabin und Purna nach hinduistischer Tradition im heiligen Schrein von Pashupatinath verbrannt werden. Alle Verwandten und Freunde sind zusammengeströmt. Purnas Körper wird zur Verbrennungsstätte getragen. Der Tradition entsprechend ist nun sein 13-jähriger Sohn Rikesh das Oberhaupt der Familie. Purna hinterlässt seine Frau und 2 Kinder. Sabin findet seine letzte Ruhe neben Purna. Er hinterlässt seine Frau Poonam und seine kleine 2-jährige Tochter Minerva. Einziger Trost für die Familien ist vielleicht, dass die beiden nach hinduistischem Glauben bei einer guten Tat ihr Leben gelassen haben und in ihrem nächsten Leben davon profitieren können. Für mich war es ein großer Verlust. Sabine und ich sind die letzten 17, 18 Jahre zusammen geflogen. Seit Beginn unserer Karriere. Wir haben viel zusammen gemacht, auch die Ausbildung und die Prüfungen. Für uns alle war es ein großer Verlust, doch wir müssen weitermachen. Das war mein Gefühl. Ein halbes Jahr später fliegen Gerold Biener und Bruno Jelk wie geplant zurück nach Nepal. Trotz des Rückschlags wollen sie mit einem neuen Team den Aufbau der Rettungsstation im Himalaya vorantreiben. Mit gemischten Gefühlen und vielen Fragen im Kopf. Ja klar, haben wir uns Vorwürfe gemacht. Also ich, mir ganz speziell, weil wir die Diskussionen hatten hier mit den Pilotenkollegen und da ab und zu auch die Meinung ist gekommen, dass die das einfach nicht werden schaffen und dass das zu früh ist und dass wir ein grosses Tempo haben vorgelegt, das wir sie vielleicht auch haben überfordert. Und wieder ist es Lugla. Dort, wo mit Sabin vor einem Jahr alles begonnen hatte. Dort, wo der Traum Realität wurde und nun weitergelebt werden soll. Der Pilot Siddhartha soll nun Sabins Rolle übernehmen.
Bevor Siddhartha und Gerold aber an ein Training denken können, wollen die beiden Piloten gemeinsam mit dem Unfall abschließen. Sie wollen an die Unfallstelle fliegen. Siddhartha flog seit der Tragödie immer wieder am Schicksalsberg seiner Freunde vorbei. Hast du daran gedacht, aufzuhören? Nicht wirklich. Nach dem Unfall wollte ich einzig eine Pause machen. Eine Woche lang bin ich nicht geflogen. Nachher war wieder ein Flug angesagt. Was soll's? Das war ein wenig stressig. Aber ich wollte das Fliegen nicht aufgeben. Es ist ein halbes Jahr her, seit Sabin und Purna an der Ama Dablam abgestürzt sind. Ich bin etwas tief, ich fliege höher. Nah an die Wolken ran. Etwas nach links. Always very close to the clouds. Yeah, that's good. Look at this. Schau dir das an. Schau dir das an. Wow. Ich steige jetzt direkt zu Sabins Stelle hoch. Das ist eine unglaubliche Wand. Sind Sie hier hochgeklettert oder die Wand dahinter? Da sind Sie gegangen, auf diesem Grat da. Ah, okay. Wow, what a wall. Also hier Rettungen zu fliegen, das wird eine sehr, sehr schwierige Sache. Sie gingen also vom Grat aus hoch? Ja, es waren ein Deutscher und ein Japaner, die sich auf dem Grat befanden. Sie konnten weder hoch noch runter. Wir erreichen 6000 Meter. Meinst du, wir werden schweben können? Ich glaube schon. War es diese Kuppe davon? Ja, diese Kuppe. Was ist das für eine Wand? Welcher Eisblock war es? Der große? Ja, der große da hinten. Und du hast sie auf dem unteren abgeholt? Ja, auf dem unteren. Es gibt dazu nicht viel zu sagen, weißt du? Ich glaube, ich hätte es auch versucht. Auch du hättest es vielleicht versucht. Ich hätte genau dasselbe versucht. Können wir mal runter zu den Trümmerteilen fliegen? Ja, klar. Rund 2000 Meter ist der Helikopter in die Tiefe gestürzt. Jetzt sehe ich da unten was. Da ist was Rotes. Es ist die Abdeckung des Helikopters. Und da ist ein zerstörtes Teil. Ja, es ist die Abdeckung. Ja, der Heckrotor. Okay, fliegen wir nach Haus. Mögen Sie in Frieden ruhen. May they rest in peace, huh? Ja. Ja, eindrücklich. I just managed to... Es ist mir gelungen, damit umzugehen. Und ich fühle mich gar nicht so schlecht. Wir müssen darüber hinwegkommen und das Leben muss weitergehen. So sehe ich das. Es war ihr Schicksal. Ihre Zeit war abgelaufen. Wir müssen weitergehen, lernen aus dem, was passiert ist und das Beste für die Zukunft hoffen. Alle Last und Hoffnungen ruhen nun auf Siddhartha.
Der Druck, den der Siddhartha hatte, weil wir sie kamen, war enorm, war riesengroß. Die Erwartungen waren gross. Und er ist eigentlich jemand, der nicht viel sagt, aber man hat es angesehen, dass es für ihn eine Belastung ist. Dass er aber so voll von Enthusiasmus war, dass er gesagt hat, mal, das mache ich jetzt, das bin ich nicht nur dem Sabin schuldig, das will ich auch lernen, weil das bringt mich weiter. Und so geht der Traum weiter. Um die Ausbildung zu beschleunigen, sind neben Bruno Jelk auch der Zermatter-Pilot Dani Auftenblatten sowie der Rettungsspezialist Helmut Larien in Lukla eingetroffen. Der neue Bergretter im Team heißt Tschering. Everest-Besteiger und Bergführer. Gemeinsam mit Bruno Jelk macht er sich für eine Spaltenübung auf einem Gletscher in knapp 6000 Meter Höhe bereit. Wir haben eigentlich nichts geändert, weder am Konzept noch an der Art von der Ausbildung, weil der Unfall eigentlich mit der Ausbildung nicht in direkter Zusammenhang hatte. Der Einsatz auf fast 6000 Meter ist auch riskant, weil der Sauerstoffgehalt sehr tief ist und nicht alle so gut akklimatisiert sind wie Tschering. Es ist sicherlich schwierig und gefährlich für jene, die aus tiefen Lagen kommen. Aber auch für uns. Doch wir sind schon viele Male höher als 5000 Meter geflogen. Es sollte kein Problem sein. Wir müssen aber immer eine Ersatzflasche mit Sauerstoff dabei haben. Man weiß nie. Innerhalb weniger Minuten transportieren die Piloten das Material von 2800 Meter auf 6000 Meter. Unten warten die Rettungsspezialisten mit Bruno und Jerry. Okay. So down. It land. Okay, that's fine. Tschering soll heute lernen, wie man mit modernen Hilfsmitteln Leute sicher aus Gletscherspalten retten kann. This side. Sure, sir. Der Rohrgang im letzten rausziehen. 1, 2, 3, 4, 5. Trotz der Höhe arbeiten sie ohne Sauerstoff. Voilà. Voilà, very good. Ja, geht schon. Man muss einfach langsam schaffen. Jelk hat ein Dreibein aus Zermatt mitgebracht. Very important, this axis horizontal. Es ist eine Schweizer Entwicklung, die schon vielen Leuten das Leben gerettet hat und nun im Himalaya zum Einsatz kommen soll. 10 Meter tiefer hängt eine Statistin. Tschering wird zu ihr hinuntergelassen. Alles soll so realistisch wie möglich sein. Oh, sorry, I gonna. 5 Meter down. Routiniert hängt Tschering die Statistin am Seil. Tschering ist mehrfacher Everest-Besteiger, stand mit Gästen auf mehreren 8000ern. Er ist einer der wenigen Nepali, der im Sommer in Europa auch als Bergführer arbeitet. Ein Profi. Kabelzieher, bitte. Dann springst du raus. Kabelzieher. Der Tschering ist ein Typ, der macht es. Der schaut es an und kann es gerade. Das ist ein unheimlicher Typ. Der hat gelernt zu arbeiten. Man weiß, man hat gesehen, dass er gearbeitet hat, dass der in den Bergen unterwegs war. Und wenn er etwas gesehen hat, das konnte er gerade machen. Und der ist er auch sehr intelligent. Und das ist ein super Mann. Und der kann das auf Anhieb. Man muss ihm vielleicht ein paar Tricks zeigen, aber dann kann er das. Und das ist super. Das ist gut. Oft war Tschering bisher in der Situation, dass er Leute aus Spalten retten sollte, ihnen aber nicht helfen konnte, weil die Hilfsmittel fehlten. Okay.
Es wird für uns wirklich sehr nützlich sein. Denn wir verwendeten bisher ein Zugsystem, bei dem Leute oft umkommen. Denn man vergisst schnell mal, unten Eishaken zu befestigen. Und das Seil kann vom Eis durchtrennt werden. Es ist sehr gefährlich. Ich erinnere mich an einen Fall, als eine Bergsteigerin herausgeholt wurde. Da war es zuerst genauso. Dann versuchte man daran zu ziehen. Dabei ging es kaputt und es war vorbei. Aber mit diesem System sind Retter und Opfer deutlich voneinander getrennt. Und somit ist das System sehr sicher. Doch ein sicheres System reicht noch nicht aus für eine sichere Rettung. Nur die gemeinsamen Übungen, das gemeinsame Training zwischen Pilot und Bergretter garantieren Sicherheit und alle wissen, einen zweiten Zwischenfall darf es nicht geben. Wir müssen das Zusammenspiel zwischen dem Pilot und dem Sherpa oder dem Bergretter, das müssen wir fördern, das müssen sie noch trainieren. Und sie müssen auch mal alleine gehen können. Der Siddhartha ist nie solo geflogen hier in der Schweiz und er hat das Vertrauen hat er noch gebraucht, dass er kann allein den Heli steuern mit einem Bergretter unten dran und wir schauen immer zu und können immer Tipps geben. Nach mehreren Tagen harten Trainings ist es soweit. Siddhartha und Tschering haben ihre Feuertaufe mit der Longline auf 5800 Meter vor dem Everest. Meter über dem Boden. 10 Meter über dem Boden. 5 Meter. Kontakt. Kontakt. Okay, du kannst starten. Präzise hat Siddhartha Tschering eingehängt. Sie fliegen gemeinsam über das Basislager des Everest. Starke Winde erschweren den Einsatz zusätzlich. Wie geht's dir, Tschering? Okay, Captain. Kannst du Bruno sehen, auf unserer linken Seite? Nein, noch nicht. Okay, ich fliege dich zu Bruno. Okay, Captain. Jetzt kann ich Bruno auch sehen. I can see Bruno. The hair is okay. Down 5 meters, the hair is okay. Siddhartha muss Tschering bei Bruno Jelk absetzen, der am Landeplatz steht und alles genau beobachtet. Down 1 meter, 1 meter, Kontakt. Es war ein gemischtes Gefühl. Ich hoffe, dass das funktioniert und gut funktioniert. Wegen, wenn dort noch mal etwas passiert, wäre es dann kritisch geworden. Helikopter ist frei. Doch plötzlich wird aus der Übung ernst. Mit enormer Geschwindigkeit zieht eine gewaltige Wolkenwand durch das Kumbu-Tal hinauf. Okay. Siddhartha hat Bruno und die Statistin, die von Tschering gerettet werden soll, bereits vorher auf knapp 5800 Meter abgesetzt. Nun muss alles schnell gehen. Als Tschering abhebt, verdecken bereits Wolken und Schnee den Everest. Die Bergretter und das Kamerateam drohen von den Wolken eingeschlossen zu werden, auf fast 6000 Metern Höhe. In letzter Minute gelingt die Evakuierung. Ja, und oben würde ich bleiben hängen, nicht akklimatisiert. Ist natürlich eine riesige Gefahr, dass man mal in einer Lungenödeme landet. Und dann ist man natürlich fertig. Dann kommt man einfach selber nicht mehr zurück, weil es eine Stunde braucht oder vielleicht gar Tage braucht, bis man dann wieder auf einer Höhe weht, die man verträgt. Das ist Everest Life, wie Gerold sagt. So könnte es auch bei einem realen Einsatz gehen. Ja, das war ziemlich heavy jetzt. Aber
Er hat den Solo gemacht. May I help you? Und damit haben die Schweizer und Nepali Bergretter gemeinsam eine weitere Hürde auf dem Weg zu ihrem Traum überwunden. Jetzt brauchst du uns nicht mehr. Der erste Alleinflug mit Schering war eine wichtige Erfahrung für mich. Denn die meisten Trainingsflüge bin ich in geringerer Höhe geflogen. Auf 5500 Meter, allein mit der Longline und Schering, realisierte ich, ich bin fähig, die gleiche Arbeit sogar im Himalaya zu machen. Das war ein Wendepunkt für mich. Die Bewährungsprobe für Siddhartha lässt nicht lange auf sich warten. Am Everest ist ein Bergsteiger ums Leben gekommen. Am Abend spät erreichte der Notruf Lukla. Nun soll Siddhartha ins Lager 2 auf 6400 Meter fliegen, um die Leiche zu bergen. Ich habe gehört, er sei Amerikaner, aber ich bin mir nicht sicher. Offenbar hatte er vorgestern eine Herzattacke im Lager 3. Die Sherpas brachten ihn ins Camp 2 und wir werden ihn dort abholen. Es wird das erste Mal sein, dass Siddhartha ohne die Unterstützung von Gerold auf 6400 Meter fliegt, dort landet und wieder startet. Konzentriert macht er sich bereit. Wir versuchen, den Helikopter so leicht wie möglich zu machen, damit wir in der Höhe mehr Kraftreserven haben. Es sollte uns so auch möglich sein, einen Körper zu transportieren. Wie sieht euer Plan aus? Wir werden in Camp 2 landen. Die Sherpas werden uns den Körper aufladen. So sieht unser Plan aus. Wie fühlst du dich dabei, eine Leiche herunterzuholen? Eine Erfahrung. Kommen keine Emotionen auf? Da kommen keine Emotionen auf. Es ist unser Job, dorthin zu fliegen und sie herunterzuholen. Von außen sieht ein Einsatz total anders aus, als wenn man beteiligt ist. Wenn man mittendrin steckt, muss man an so viele Dinge denken und etwas tun, auch wenn man sich manchmal seiner Sache nicht sicher ist. Man muss sich für etwas entscheiden. Nicht zu handeln ist keine Option. Man muss eine Entscheidung fällen, egal ob sie gut oder schlecht ist. Aber man hofft natürlich, das Richtige zu tun. Sir, we are starting up motors for my Sirichi again, sir. Roger, sir. Vor Siddhartha türmt sich schon bald der Everest mit seinen 8.850 Meter auf. Die Bergung des toten Bergsteigers ist ein gefährlicher Einsatz in eisigen Höhen. Während Siddhartha unterwegs ist, ist in Lukla ein verletzter Bergsteiger aus dem Basislager des Everest gelandet. Sein Name ist Michael Gibbons. Er hatte Glück. Er fiel in eine Gletscherspalte, konnte aber gerettet werden und wartet nun mit einem gebrochenen Arm auf den Weitertransport nach Kathmandu und zurück nach Amerika. Du hattest Glück. Die andere Person musste sterben. Es ist eine Gratwanderung. Du bist in eine Spalte gefallen. Es hätte auch schlimm enden können. Denkst du darüber nach? Ich versuche nicht so sehr darüber nachzudenken. Man trainiert ja sehr hart, um dann an einem Berg wie diesem erfolgreich zu sein. Dann legst du dich und deine Leistungen in Gottes Hände und hoffst, dass alles gut kommt. Siddhartha nähert sich inzwischen seinem Ziel, alleine und konzentriert. Roger, 173 climbing, QNH 1013. Ich fliege jetzt über das Base Camp auf 6000 Meter. Roger, copy.
Jetzt bin ich über dem Kumbu-Eisfall. Auf eine Flughöhe von 6500 Meter fliegt Siddhartha über das Lager 1 ins Tal des Schweigens. Camp 2, könnt ihr mich hören? Siddhartha, ich glaube, Camp 2 kann nicht antworten. Weit unter ihm kämpfen sich in einer Kolonne Bergsteiger mühsam über Gletscherspalten und Eisfelder zum Lager 2 hoch. Roger, ich drehe jetzt ab. Wirst du landen? Ich werde jetzt landen. Siddhartha nähert sich Lager 2 auf 6400 Meter, eine weitere Zeltstadt auf Eis und Schnee mit Hunderten von Kletterern auf dem Weg zum Gipfel des Everest. Die Sherpas warten mit der Leiche des Bergsteigers am Ende des Lagers. Die Windverhältnisse sind gut. Die Leiche ist meine Referenz. Siddhartha darf sich nun bei der Landung in dieser Höhe keinen Fehler leisten. Ich bin unten. Er landet sicher. Die Sherpas heben den toten Bergsteiger in den Helikopter. Siddhartha lässt die Rotoren laufen. Okay, Jungs, ich hebe ab. Nur langsam hebt der Helikopter mit dem zusätzlichen Gewicht vom Boden ab. Die Rotoren haben nicht mehr genug Luft unter den Tragflächen, um weiterzusteigen. Siddhartha schwebt mit seiner Last tief über das Lager 2. Ich bin weg und sicher. Ich fliege jetzt nach Ferice. Hast du die Leiche? Ich habe die Leiche und fliege damit nach Ferice. Dann weiter nach Lukla. Den Bergsteigern ist oft nicht bewusst, welche Risiken die Piloten auf sich nehmen, um sie zu retten oder sie im schlimmsten Fall tot zu bergen. Der verunglückte Bergsteiger heißt Rick Hitch. Nur zwei Tage zuvor hatte er hier am Everest seinen 55. Geburtstag gefeiert. Er war kein Anfänger. Nein, mit dem Mount Everest wollte er sich einen lange gehegten Traum erfüllen. Es wäre sein letzter Gipfel der Seven Summits, der sieben höchsten Berge der Welt gewesen. Ein Traum, für den er sterben musste. Wie Michael Gibbons stammte auch er aus Kalifornien. Statt auf dem Gipfel des Everest zu stehen, wird seine Leiche nun zurück nach Amerika zu seiner Familie geflogen. Ins Camp 2 hoch ging es gut. Ich hatte genügend Kraftreserven. Die Leiche von dort hinunterzutragen wäre für die Sherpas sehr hart gewesen. Mit dem Helikopter ist es einfacher. Ich glaube, sie sind sehr erleichtert, dass sie die Leiche nicht vom Camp 2 hinuntertragen mussten. Es war also für sie wie für uns eine gute Sache. Bis ins Camp 2 ist es für uns völlig okay, eine bis zwei Personen herunterzuholen. Ob es sich nun um einen Notfall oder um eine Leiche handelt, ich bin zufrieden. Die Verhältnisse waren gut, das Wetter war mir freundlich gesinnt. Ich bin sehr dankbar. Leben und Tod liegen in der Welt der Achttausender nahe beieinander. Oft ist es Glück oder eben Schicksal, wer überlebt oder stirbt. Als ich sah, wie sie die Leiche dieses Mannes ausgeladen haben, fühlte ich Trauer in mir. Aber da ich ein Christ bin, habe ich Vertrauen, dass er jetzt im Himmel ist. Er ist mit Gott. Michael Gibbons Everest-Abenteuer ist aber nur scheinbar zu Ende. In Amerika finden die Ärzte heraus, dass der Arm nicht gebrochen ist. Sofort fliegt Gibbons zurück nach Nepal, chartert einen Helikopter ins Basecamp und steht am 21. Mai doch noch auf dem Gipfel seiner Träume. Sieht so die Zukunft der Helikopterrettung im Himalaya aus? Darf kein Bergsteiger so vermessen sein, in die Berge zu gehen und zu hoffen, dass ihm nichts passiert. Oder
dass wenn mir etwas passiert, dass, dass ein Helikopter kommt oder irgendjemand im Bereich trägt. Ich glaube, wer mit diesen Voraussetzungen in den Bären geht, der hat da nichts verloren. Nehmen die Bergsteiger jetzt nicht einfach mehr Risiko auf sich, weil sie das Gefühl haben, sie können nicht per Heli gerettet werden? Das ist genau die Frage, die bei uns auch immer gestellt wird. Oder? Also bei unseren Bergen. Ihr mit euren modernen Rettungen animiert die Leute animieren, ins Berg gehen. Und da sage ich immer, das mag stimmen, aber wir haben keine Garantie, dass wir ihn lebend zurückbringen. Das ist andere Gesetze, die da bestimmt sind. Das ist auch im Himalaya so. Und wenn einer, es gibt Leute, die Pech ist, die Pechunfälle haben, und unsere Aufgabe ist, denen zu helfen, auch in Nepal ist denen zu helfen, die Rettung durchzuführen. Und wenn einer wegen dem Rettungssystem mehr Risiko eingeht, dann ist das immer ein persönliches Problem. Ob er dann gerettet kann kommen, ist das zweite Paar Schuhe. Und dort ist der Himalaya noch mal ein bisschen ein anderes Paar Schuhe. Davon zeugt auch ihr nächster Einsatz, der sie weg vom Everest in den Westen Nepals zum 8.156 Meter hohen Manaslu führt, wo sie die Leiche eines Koreaners bergen soll. Sie landen in Samargaon, einem kleinen Dorf auf 3.390 Meter. Vor einem Jahr war eine koreanische Expedition am Manaslu in Not. Sie riefen die Bergretter. Zwei Bergsteiger konnten damals lebend geborgen werden, zwei blieben verschollen. Nun wurde einer gefunden. Der Pilot Danny auf den Platten, der die Aktion bereits letztes Jahr flog, übernimmt die Verantwortung. Wir gehen jetzt hinauf, um zu sehen, wie sie ist. Als erstes nehme ich Bruno mit. Bruno war vor 30 Jahren selber an einer Expedition am Manaslu. Er geht jetzt an, Leute. Es war viel weniger, als wir da waren. Ja, ich glaube, ich sehe sie da gerade ins Stehen, gell? Der da, da oben liegt, der siehst du. Ja, die hat da feinen Platz gemacht, tipptopp. Die Koreaner haben dieses Jahr eine spezielle Expedition auf die Beine gestellt, um ihre vermissten Kollegen zu suchen. Gefunden haben sie nur einen. Ich aussteige! Ja, wir sind schon hoch, die 21.000 drauf. Drei Sherpas haben die Leiche des Koreaners auf einem Zwischenplatz in 6.400 Meter Höhe zum Abtransport bereitgemacht. Bruno bleibt zurück und koordiniert die Bergung des koreanischen Bergsteigers namens Park Hang-soo, während Danny abhebt, um Chering zu holen. Ein Jahr lang lag Park Hang-soo begraben unter Eis und Schnee auf 7.400 Meter. Wir Sherpas gingen hoch, packten die Leiche ein und brachten sie hinunter. Es war sehr schwierig, sie hinunterzutragen. Aber jetzt können wir sie zum Glück ausfliegen lassen. Über 1000 Höhenmeter haben die Sherpas den toten Bergsteiger Pak über Gletscherspalten und Eisabbrüche runtergeschleppt, zum Teil unter Einsatz ihres eigenen Lebens. Ja gut, das ist ein hoher Krampf, gell? Das ist ein hoher Krampf, da einen nicht zu tragen, gell? Das ist natürlich extrem, gell? Gut, sie haben einen guten Schlitten, gell? Die Fässer auftrennt. Zwei Fässer auftrennt und einen nicht zu ziehen, gell? Seinen Kollegen haben die Sherpas nicht gefunden. Dafür einen iranischen Bergsteiger, der vor 3 Tagen hier gestorben ist. Sie begruben ihn im Schnee gleich neben Park Hang-soo. Inzwischen wird auch Chering zum Platz auf 6.400 Meter geflogen. 25.000 Dollar haben die Angehörigen von Park Hang-soo für die Suchexpedition und die Bergung per Helikopter bezahlt. Hätten seine Familie und Freunde nicht darauf bestanden, ihn zu suchen und zu bergen, wäre er auf über 7.000 Meter geblieben. Park wäre einer der vielen unbekannten Toten, die auf den Bergriesen des Himalaya herumliegen. Viele Leichen werden nie geborgen, weil es bisher ohne Helikopter in der dünnen Luft zu gefährlich und zu anstrengend war, sie aus den eisigen Höhen herunterzuholen.
Zurück bleibt der Iraner, begraben im Schnee. Und dort bleibt er, solange niemand dafür bezahlt, ihn zu bergen. Tschering hofft, dass man in Zukunft Bergsteiger wie ihn lebend retten kann. Es wäre schön gewesen, wenn sie uns früher gerufen hätten, gleich als es geschah. So hätten wir es zumindest versuchen können. In Nepal wissen viele noch nicht, welche Technologien es hier schon gibt. In Zukunft müssen alle Trekking-Agenturen an das Leben der Leute denken und nicht ans Geld. In Samagaun haben die Freunde des verstorbenen Bergsteigers Park eine buddhistische Feier vorbereitet, um sich von ihm zu verabschieden. Beobachtet von der Dorfbevölkerung, welche staunend die Trauer der Bergsteiger miterlebt. Sie seien dankbar, meinen die Bergsteiger, dass ihr toter Freund nun zu seiner Familie nach Korea geflogen und würdig bestattet werden könne. Nach wie vor werden viele, viele Leute sterben im Himalaya. Und der Helikopter ist eigentlich nur ein Hilfsmittel, für Leute Hilfe zu bringen. Und so muss man das eigentlich auch sehen. Dass es noch ein langer Weg ist, bis vor allem auch die einheimische Bevölkerung von den Helikoptereinsätzen profitieren kann, das zeigt sich, als das Rettungsteam wieder zurück nach Lukla ins Everest-Gebiet fliegt. Wie immer herrscht auf dem Flugplatz Hochbetrieb. Flieger landen und starten im Minutentakt. Für Trekker und Bergsteiger ist es der Ausgangspunkt ihrer Abenteuer. Es ist ein Ort, wo sich westliche Reisende Wünsche und Träume von hohen Bergen und magischen Landschaften erfüllen, wo aber auch Arm und Reich aufeinandertreffen. Wir starten die Motoren. Wir heben ab von Lukla Richtung Kare auf 5500 Meter. Siddhartha startet gemeinsam mit Bruno zu einem kommerziellen Flug. Sie haben den Auftrag, in Kare, einem Weiler am Mera, auf 5500 Meter eine Gruppe von Treckern abzuholen, die den zweitägigen Marsch zurück nach Lukla nicht mehr auf sich nehmen will. Bruno, hörst du mich? Es sind vier Leute. Drei Leute bitte für den ersten Flug. Drei Leute drinnen und einer für den zweiten Flug, okay? Okay, that's good. Kann ich die Türe öffnen, um nach dem Heck zu schauen? Noch einen halben Meter bis zum Kontakt. Kann ich jetzt aussteigen? Siddhartha landet und Bruno organisiert den Rückflug für die Gruppe. Es sind russische Touristen. Bruno, three people first time and two people. Aus Gewichtsgründen nimmt Siddhartha nur drei Touristen im ersten Flug nach Lukla mit. Wir versuchen, drei Leute einzuladen. Aber die Kommunikation ist etwas schwierig. Business as usual, aber vor allem ein gutes Geschäft für die Helikopterfirmen. People like who can afford it, they ask for the service. Wer es sich leisten kann, nimmt den Dienst in Anspruch. Da wir ihn anbieten, haben wir auch Kunden, die davon profitieren wollen. Der Rettungsdienst ist also für die Helikopterfirmen ein großes Geschäft. Doch für die arme Bevölkerung gelten andere Gesetze. Auf dem Flughafen von Lukla liegt seit dem frühen Morgen Kali Sherpa. Er wartet zwischen startenden und landenden Touristen auf einen Flug ins Spital nach Kathmandu.
Seine Verwandten trugen ihn 3 Tage lang auf dieser behelfsmäßigen Bahre nach Lukla. Er ist beim Reparieren des Daches heruntergefallen und hat sich das Rückgrat gebrochen. Wir brachten ihn nach Kathmandu, wo er 2 Monate im Krankenhaus war. Jetzt geht es ihm wieder schlecht. Er hat Schmerzen im Unterleib. Er muss wieder nach Kathmandu gebracht werden. Ist es schwierig für einen Patienten, der so abgelegen lebt? Ja, natürlich. Man kriegt nicht einfach so ein Flugticket. Ich versuche seit 2 Tagen, ein Notfallticket zu bekommen, aber es gibt keines. Seine Bauchseite ist furchtbar angeschwollen. Es wäre für ihn eine große Erleichterung, wenn er baldmöglichst ins Krankenhaus könnte. Geld spielt für die Touristen, die Siddhartha zurückbringt, keine Rolle. Rund 8.000 Dollar lassen sie sich ihren Taxiflug nach Lukla und darauf nach Kathmandu kosten. Nur gerade 100 Meter weiter entfernt wartet Kali Sherpa immer noch. Er kann uns nicht hören, aber sprechen kann er gut. Er will nicht nach Kathmandu. Er sagt, die Behandlung kostet zu viel Geld. Allein der Flug nach Kathmandu kostet 80 Dollar. Derweil gelöste Ferienstimmung bei den russischen Touristen. Planten Sie immer, mit dem Helikopter zurückzufliegen? Nein, nein, es ist das erste Mal. Das erste Mal, dass wir den Helikopter benutzen. Warum benutzt ihr ihn dieses Mal? Weil wir schneller zurück sein wollten. Erst jetzt, nachdem alle Touristen gelandet und abgeflogen sind, hat es auch für Kali Sherpa Platz im Flugzeug. Flug- und Spitalaufenthalt berappen seine Tochter und der Schwiegersohn aus ihren Ersparnissen. Denn versichert sind sie alle nicht. Es ist dieser Gegensatz von Arm und Reich, der auch Bruno Jelk beschäftigt. Das sollte in Zukunft nicht mehr passieren. Da sollte man schauen, doch eine Lösung zu finden, dass man finanzielle Mittel hat, dass man solche Transporte einfach auf Anhieb erledigen könnte. Das ist für uns, für das Image, wie das ein riesen Vorteil. Und für mich persönlich, das ist Herz gesehen, dass man da reiche Touristen gegen reiche, weil sie zu faul sind zu laufen. Und das sind kranke Leute, die einfach wegen dem Finanziellen, nicht wegen etwas anderem, nur wegen dem Finanziellen, nicht in ein Spital kommen. Um der einfachen Bevölkerung zu helfen, gewähren die Helikopterfirmen den einfachen Leuten zwar 50% Preisnachlass oder nehmen sie gratis mit, falls sie Platz haben. You need to have a way of funding. Wir müssen einen Weg finden, solche Einsätze zu finanzieren, entweder auf lokalpolitischer Ebene oder durch andere Einsätze, die wir leisten, wie die Touristenrettungsflüge. Das sind 2 Möglichkeiten, solche Einsätze zu finanzieren. Ein Großteil der Bevölkerung Nepals lebt nicht in Kathmandu, sondern in einfachsten Verhältnissen abgeschieden auf dem Lande. Das Durchschnittseinkommen pro Jahr liegt bei rund 400 Dollar pro Person. Immer öfter haben Helikopterfirmen Aufträge in abgelegene Regionen. So auch dieses Mal. Heute sollen Kabel für Hängebrücken in abgelegene Täler transportiert werden. Der Gegensatz zwischen modernem und einfachem Leben könnte nicht größer sein und scheint sich nicht mehr aufhalten zu lassen. Mit der Globalisierung verändert sich die ganze Welt. Nehmen wir das Mobiltelefon. Auch in Nepal haben 7 von 10 Leuten ein Mobiltelefon, sogar in abgelegenen Gegenden. Alles verändert sich. Man kann den Leuten nicht befehlen, sich nicht weiterzuentwickeln. Die Menschen müssen sich anpassen, sonst werden sie nicht überleben. Neben Rettungen sind Transporte wie diese ein lohnendes Geschäft für Fischtäler. Rund 50.000 Dollar verdienen sie mit diesem Auftrag.
der von der Regierung kommt. Die Regierung leistet Entwicklungshilfe in den Regionen und in den Dörfern. Sie versuchen, Brücken in dieser Gegend zu bauen, weil es ohne Brücken für die Leute sehr gefährlich ist, sich dort zu bewegen. Wir transportieren die Kabel für die Brücken. Die Kabel hierher zu tragen wäre sehr schwierig. Für ein Kabel bräuchte man etwa 30 Leute, die in einer langen Linie mit den Seilen auf der Schulter gefährliche Stellen passieren müssen. Mit dem Helikopter wird es einfacher für sie. Und für Siddhartha ist es ein ideales Training mit der Longline. Okay, es ist befestigt. Du kannst hochfliegen. Was so einfach scheint, entpuppt sich plötzlich als ein Auftrag mit einigen Tücken. Oh, 500 Kilo. Zu ihrer Überraschung sind die Kabel viel schwerer als geplant. 500. 540. Nicht 300. Nein, nein, das sollte nicht so sein. Es ist wie zu Hause. Sie sagten 300 Kilogramm, aber es waren mehr als 500. Ja, aber es ist nur ein Kabel. Der Heli kommt an seine Grenzen. Wenn es schwierig wird, werfe ich das Kabel einfach ab. Die Pferde rennen einfach davon. Wir lassen es runter. Warte, warte, warte. Okay, Kontakt? Kontakt. Alles ist gut, es gibt keine Probleme. Überrüstigen. Jawohl, üs. Sofort üs. Jawohl. Ist gut, ja? Ja. That's fine. So, das war sowas wie ein kontrollierter Crash. Zusammen mit der schweren Last bleibt auch Bruno im Dorf Samdo zurück. Es liegt auf knapp 4000 Meter Höhe an der Grenze zu Tibet und ist 8 Tagesmärsche von der Zivilisation entfernt. Hier kommt die andere Seite von Bruno zum Tragen, die nichts mit ihm als wortkargen Bergretter zu tun hat. Er hat einen Sack voll Kleider und Spielzeug aus der Schweiz mitgebracht, die er verteilt. Der Stas war modern, weißt du? Ich mache das immer. Jede Gelegenheit nehme ich leider mit, aber man hat halt immer zu wenig, gell? Aber du kannst ja nicht mehr nicht. Aber wenigstens etwas, gell? Ja, ich habe hure Freude, aber alle kannst du nie befriedigen. Seit fast 30 Jahren komme er nach Nepal als Bergsteiger oder Trekker. Und während dieser Zeit sei ihm die Bevölkerung einfach ans Herz gewachsen, meint er. Er sei selber unter einfachsten Bedingungen in den Freiburger Alpen aufgewachsen. Das Volk hat mir etwas bedeutet, nicht nur in Nepal. Das war in Peru so, oder? Peru ist vielleicht ein bisschen weiter vorentwickelt als Nepal. Und Tibet ist das Gleiche. Ich bin der Meinung, man sollte diesen Leuten einfach das, was wir nicht mehr brauchen, sollte man abverteilen. Inzwischen geht Siddharthas Arbeit weiter: Stahlkabel rollen, anhängen, abfliegen in die Täler. Immer beobachtet von der Bevölkerung, die daran gewohnt ist, ihre Lasten selber zu tragen. Wie in den Alpen können durch Lastflüge die Täler besser erschlossen werden, aber es stellt sich die Frage, ob der Helikopter den Einheimischen nicht auch Arbeit wegnimmt. Man sollte schwere Lasten, gell? Es hat keine Chance, die da einzutun. Entgegen, wenn sie viel Material transportieren, dann müssen sie sich schon überlegen, ob sie... Ob das gut ist, dann tust du natürlich auch viel Arbeitslose machen, gell? Aber ich glaube, also das ist auf einmal ganz sicher nicht das Problem. Es kommt darauf an, wie die Menschen mit den Neuerungen umgehen und wie sie die alten Traditionen bewahren können.
Vielleicht gibt es in Nepal eine Mischung zwischen neuer und alter Kultur. Dann könnten die Menschen das Beste von beidem für sich herausnehmen. Es wäre gut, wenn ihnen das gelänge. Wie in der Schweiz vor 50 oder 60 Jahren. Da haben die Menschen vielleicht ähnlich wie in Nepal die neuen Technologien mit den alten Traditionen verbunden und das sehr gut gemacht. Wenn das in Nepal auch klappt, wäre das sehr gut. Dann passiert das, worauf sich alle hier vorbereitet haben. Ein Notruf am 8000er Manaslu. Doch die Retter hängen im Nebel von Kathmandu fest. Es sind zwei französische Bergsteiger vermisst mit einem Sherpa zusammen. Und zwar zwischen Lager 4 und Lager 3. Das ist zwischen 7400 Meter und 6800 Meter. Als sich der Nebel über Kathmandu lichtet und das Team abfliegt, wissen sie immer noch nicht, wo sich die Bergsteiger am 8000er Manaslu befinden. Die Überlebenschancen für die französischen Bergsteiger und ihre Sherpas sind nach zwei Nächten auf über 7000 Meter zwar gering, aber noch intakt. Jedoch nur, wenn sie schnell gefunden werden. Dafür müssen die Bergretter einmal mehr über sich hinauswachsen. Jetzt gehen wir mit dem Helikopter an die Grenze vom Zyklon. Ich fühle mich okay. Hoffentlich bleibt das Wetter so. Wenn das Wetter so bleibt, ist das die goldene Chance, sie zu finden. Aber ich denke, bald wird es bedeckt sein. Also müssen wir uns beeilen. Wie viel Kilo nehmen wir da aus? Ich schätze so 50 bis 60 Kilo. 50 bis 60. Das gibt mir hoffentlich die Reserve, dass ich da oben noch schweben kann. So hoch wie bei diesem Einsatz sind sie noch nie geflogen. Die Bergsteiger wurden auf 7400 Meter als vermisst gemeldet. Now we can go. Gerald startet mit Bruno und Schering die Suche nach den Vermissten, den zwei französischen Bergsteigern und ihren Sherpas. Gefilmt von einer Kamera im Parallelhelikopter, den Siddhartha fliegt, und einer fix installierten Kamera im Helikopter von Gerold, Schering und Brun. Ich erreiche jetzt 5200 Meter. Ich denke, es geht gut. Ich bin jetzt auf 5600. Es ist absolut kein Problem. Wir erreichen Camp 1. Ich sehe die Zelte. In Wirklichkeit sind wir wahrscheinlich schon auf 6.1. Wir können Spuren sehen auf der linken Seite. Ich sehe jetzt auch das Zelt von Camp 2. Ich sehe einen Mann an meiner rechten Seite. Da sitzt er. Er klettert runter. Auf rund 6400 Meter entdecken sie einen Sherpa im Abstieg, den sie aber noch zurücklassen, in der Hoffnung, andere Überlebende weiter oben zu finden. Wir steigen jetzt auf über 7000. Sehen wir nach dem Camp 4. Fliegen wir zu den höher gelegenen Camps, um weiterzusuchen. Es hat starken Wind. Rauf auf über 7000 Meter Höhe. So hoch war Gerold noch nie. Ich erreiche jetzt 6700. Ja, hier sind die Zelte. Zwei Zelte von Camp 3 kann ich sehen. Aber keine anderen Zeichen. Hast du irgendwas gesehen?
Wir haben womöglich jemanden gesichtet, der weit vom Weg abgekommen ist. Bruno hat etwas gesehen, aber wir wissen nicht genau was. Wir haben vermutlich einen Toten gesichtet. Und oberhalb von Camp 4 ist niemand. Abgesehen von einem toten Bergsteiger haben sie niemanden gefunden. Okay, es macht keinen Sinn. Gehen wir wieder runter. Wir sehen nichts hier. Sie kehren zurück zum Sherpa, der immer noch im Abstieg ist. Bruno, dort. Soll ich den Sharing dritte? Ja, ja, das ist gut. Are you ready, guys? Jetzt müssen wir den Gas schmuggeln in den Magen. Ist gut. Tschering hängt sich unten im Seil ein und soll von Gerold zum nepalesischen Kollegen geflogen werden, der am Ende seiner Kräfte ist. Ich hänge am Seil. Alles okay? 1, 2, 3? Alles gut, danke. Dann können wir vielleicht die Tasche holen. Dann bringe ich sie zu dir und dann entscheide ich, ob wir zwei mitnehmen können. Einen halben Meter. Okay, alles gut. Okay, jetzt fliege ich dich zum Sherpa. Ich fliege dich direkt zu ihm. 30 Meter unten am Seil nähert sich Tschering dem Sherpa. Gerold versucht, den Helikopter in der dünnen Luft auf 6400 Meter ruhig zu halten und Tschering präzise zwischen den Eisabbrüchen abzusetzen. Einen halben Meter zurück. Position halten. Der Sherpa ist angehängt. Okay, versuchen wir's. Bist du bereit? Sherpa ist bereit, Captain. Nach zwei Nächten in über 7000 Metern hängt der Sherpa unten am Helikopter. In Sicherheit. Okay, wir bringen den Sherpa runter und holen Tschering. Aus Gewichtsgründen musste Gerold Tschering zurücklassen. Okay, copy that. Speedy dran. Hey, Morena. Am Zwischenlandeplatz nimmt Bruno den Sherpa in Empfang. Gerold fliegt gleich wieder ab, um Tschering zu holen, der erfolgreich das Leben eines Kollegen gerettet hat. Alles ist so abgelaufen, wie es die Bergretter immer wieder trainiert haben. Was hier so routiniert wirkt, ist in Wirklichkeit ein Einsatz an der Grenze des Möglichen. Das zeigt sich beim Abflug. Mit vier Personen an Bord ist der Helikopter in über 6000 Meter am Limit. Gerold kann kaum mehr steigen. Er lässt den Helikopter über die Eiskuppe in die Tiefe sinken. Aber die Bergretter haben ein Menschenleben gerettet. Eine weitere Nacht in eisiger Höhe hätte für den Sherpa fatale Folgen gehabt. Zudem hat das Team der Bergretter seine Feuertaufe bestanden. Tschering, wie war's? How did it go? Sorry? How did it go? It went very well. Es ging sehr gut. Mit diesem starken technischen System.
Wir flogen sehr hoch hinauf. Das System ist perfekt. Keine Probleme. Das System ist perfekt, no problem. Das war dein erster Einsatz. Bist du stolz? Ja, auf jeden Fall. Aber das war dank dem guten Lehrer. Da gibt es keinen Zweifel. Ja, er ist ein guter Lehrer. Das ist super, was er macht. Wir brauchen da nicht mehr zu kommen, das Bergführer. Ich habe da so ein Problem. Schau, 7100. 7.100? Mit dem Helikopter? Ja, noch höher. 7.100, das ist gut. Ja. Very high. Tschering und Siddhartha, der mit dem Kameraheli auch bis 7.000 Meter geflogen ist, stehen am Ende ihrer Ausbildung. I was not sure if you can land next to me, then we would have changed the chopper. Wir bilden sehr viele Leute aus, aber so ein Projekt innerhalb von kurzer Zeit können zu realisieren, ist schon eine Befriedigung gewesen. Zumal wir natürlich massiv unter Kritik gestanden sind, weil alle gesagt haben, das klappt nicht und das geht nie und die lernen das nie. Und das ist eigentlich fast noch mehr ein Ansporn gewesen für ich selber, aber auch für ihn zu beweisen, dass sie das kennen. Inzwischen ist ein Jahr vergangen. Mit Siddhartha und Tschering haben die Zermatter ein Team ausgebildet, das im Himalaya selbstständig Menschenleben retten kann. Immer noch fehlen in Nepal aber weiteres Know-how, Material und finanzielle Mittel. Die Zermatter haben inzwischen eine Stiftung gegründet, damit der Traum weitergeht. Das ganz, ganz ferne Ziel, das wird sein, dass wir irgendwann können Ärzte in die Täler retten, die beispielsweise eine Woche da bleiben und sich um die Leute kümmern, dass die einen Arztdienst haben und dass man immer noch nächsten Schritt nachher vielleicht auch schauen kann, dass die medizinisch gut und korrekt versorgt werden. Dank des Geldes aus der Stiftung flogen Bruno und ein Pilot der Air Zermatt im Frühling wieder nach Lukla, um Tschering und Siddhartha weiter zu instruieren und neues Rettungsmaterial aus der Schweiz zu bringen. Zudem fliegt Siddhartha neu mit Simric Air, einer aufstrebenden Helikopterfirma in Nepal mit einem potenten Geldgeber. Dieser will mit Siddhartha und Tschering in die Helikopterrettung in Nepal investieren und ein Team aufbauen, das Zukunft hat. Es braucht Zeit, vielleicht 5 bis 10 Jahre. Wenn wir es richtig machen, motiviert sind und alle gewissenhaft arbeiten, dann werden wir schon bald so weit sein. Was ist dein Traum? Mein Traum ist gratis Helikopterrettung für die gesamte Bevölkerung Nepals. Es ist die Geschichte eines Traumes, der weitergeht und bei dem vor allem 2 Menschen unvergessen bleiben. Sabine und Purna. Sie haben für den Traum einer Rettungsstation im Himalaya ihr Leben gelassen. Es gibt Träume im Leben, die lassen sich nur realisieren, wenn der Mensch über sich hinauswächst.